So, hier ist also der Plan. Einmal von Ettenstadt nach Ettenstadt. Ja. Wo ist Ettenstadt? Das muss man machen, ne? Ja. Das ist natürlich sauteuer gewesen. 160 mit dem Zug und 130 Ja, wollte ich gerade sagen, da muss das Gespann ja auf den Zug drauf, ne? Jetzt haben wir Luftdruck, habe ich schon verändert. Aber Tischer Freizeitfahrzeuge kennt man hier für die Kabinen. Aber das Ganze dann auf dem Hummer H1, das ist schon eine Ansage. Moin, liebe Lütsch. Ich glaube, das muss man sogar Glück nennen. Das ist jetzt hier die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Und ich bin hier vorne schon an der Stöpe. Ich bin wieder unterwegs. Es geht zum 24-Stunden-Rennen zum Nürburgring. Ich habe es dann doch noch hingekriegt, Urlaub einzureichen. Ich bin jetzt also auf dem Montag leider erst am Anreisen. Aber mein Urlaub ist genehmigt. Ihr entdeckt gerade im Moment, wo ich das hier jetzt gerade filme, alle meine Videos vom letzten Jahr. Da habe ich ja auch 3 Stück. Eins zur Anreise, eins vor dem Rennen und eins so die Highlights für mich während des Rennens dann zusammengefasst. Speziell letzteres wird aktuell von euch wieder richtig gut geklickt. Also es hat auch Spaß gemacht. Das war auch ein schönes Video. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr was Ähnliches hinbekomme. Und da im Moment Hamburg so eine fürchterliche Dauerbaustelle ist, speziell wenn man durch den Elbtunnel muss, fahre ich heute mal wieder die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Ist etwas teurer geworden, geringfügig. Die nehmen nämlich aktuell einen Schlickzuschlag von 1 €. Das heißt, mit einem Wohnmobil bis 6 Meter seid ihr hier bei 17 € im Tarif. Dazu kommt dann noch die Personenanzahl. Pro Person nochmal Erwachsene 3 €, sind also 20 € bei mir. Und ich glaube, da kommt noch oben drauf 1 € Schlickzuschlag. Schlickzuschlag deshalb, weil drüben in Wischhafen die ganze Anlage der Anleger so verschlickt ist mittlerweile, dass die Unterwasseranstriche viel, viel schneller abreiben und viel, viel häufiger die Fähren in die Werft müssen und auch, weil die Schraube natürlich viel, viel stärker verschleißt. Ich finde, die Fähre ist immer eine tolle Unterbrechung. Man hat eine halbe Stunde auf dem Wasser und das bei Bombenwetter. Was will ich mehr? Ich habe hier auch schon mal ein Video über die Fähre etwas ausgedehnter gemacht. Das kann ich euch hier nochmal verlinken. Das ist ja schwer interessant hier. Direkt vor mir habe ich jetzt den Eriba. Das war mir noch gar nicht so aufgegangen, aber der wird tatsächlich von einem Trecker gezogen. Ihr seht da vorne auch das Schild. So. Den muss man doch. Ja, ist, ne? Wir nennen das ein bisschen Wind. So, hier ist also der Plan. Einmal von Ettenstadt nach Ettenstadt. Ja. Wo ist Ettenstadt? Damit wir wissen, wo der Start. Da ist der Startpunkt. Ja. Und jetzt ist er einmal. Na, so rum. So rum. Die haben es ja so geplant, ich kann jetzt nicht dagegen fahren, da blicke ich ja gar nicht mehr durch. Das ja, ja. Ich meine, der Süden fehlt ja dann noch, aber. Ja, da kommt dann ja noch was. Wenn ich gestanden bin am 1. Mai, ich habe nicht gewusst, ob ich in Görlitz wieder zurückfahre. Dann habe ich es da oben wieder. Es wäre jetzt ein künstlicher Weg hier. Mal, ja, klar, na, aber der Weg ist das Ziel, ne? Ja, eben, jetzt muss ich. Und Sylt, wo Sie gestern gewesen sind, ist jetzt ja noch nicht mal eingeplant. Der Tag Sylt war nicht eingeplant. Das ist. Die spontanen Entscheidungen sind immer die besten. Das Wetter war gut und da haben wir gedacht, Sylt, das muss man machen, ne? Ja, das ist natürlich sauteuer gewesen. 160 mit dem Zug und 130. Ja, wollte ich gerade sagen, da muss das Gespann ja auf den Zug drauf, ne? Jetzt haben wir noch gar nicht geguckt, mit was er unterwegs ist. Welches Fahrzeug? Ein schöner Fendt. Mit Kabine und allem. Ja, ich meine, das Fahren ist. Ja, oh, klasse. Heute haben wir jetzt ein bisschen zum Kreuzweg, aber so bin ich eigentlich. Ja, ich meine, ich bin das Fahren gewöhnt. Ja. Ich muss ja bloß drauf hocken. Ich habe bloß jetzt gestern ein bisschen leer gefahren. Entweder ist jetzt eine Luft. Ich habe halt schon mal versucht zu entlüften. Ja. Den Luftdruck habe ich schon verändert, jetzt, dass diese Reifen her. Ja. Die fahren sie jetzt nicht optimal ab. Ich bin eben mit 1,2 Bar gestartet, dann habe ich auf 0,8 und jetzt habe ich auf 0,7, dass ein wenig Assen mehr abfahren. Aber ja. Ich meine, die haben wahrscheinlich sowieso hinüber hinten. Ja, die sind für solche Langstrecken sind die eigentlich gar nicht gedacht. Nein, ne? Da müssen wir andere haben. Ja, aber absolut coole Geschichte. Ja, ich bin
bin dann mal nicht ganz überzeugt. Ja, aber die Hälfte, haben, sie, die Hälfte haben wir ja schon rum. Meine Brüder haben Motorradfahrer. Ich habe zwar einen Motorradschein gehabt, aber ich bin nie Motorrad gefahren, habe nie ein eigenes Motorrad gehabt. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt, ich mache jetzt einmal, mit dem Auto konnte es ja jeder fahren. Ne? Ja. Ich habe jetzt die letzten Tage immer so knapp 200 Kilometer gemacht. Ja. Den ersten, wo ich gestanden bin, da habe ich ja alles gekannt. Und da habe ich mich selber gewundert, weil ich habe ja an die tschechische Grenze gemusst, da habe ich den ersten durch 300 Kilometer gemacht. Ne? Ja, damit Sie auch wissen, wo das dann irgendwann mal kommt. Ne? Ach so. Das ist mein Kanal, das ist ein Aufkleber. Mhm. Das da hinter Ihnen ist das schwarze Schaf. Deswegen ist auf dem Aufkleber ein schwarzes Schaf drauf. Na? Ja, schon eine tolle Strecke, die er hier hat. Ne? 2600 Kilometer insgesamt. Da läuft der Diesel. Jetzt läuft er schön. Oh, herrlich. Ja, ja. Konditionen laufen wir ja 4 Zylinder. Ich liebe auch noch die alten Einzylinder Luftgekühlten. Mit denen bin ich als Kind groß geworden. Muss ich gleich mal das daher gehen. Ja. Also einmal drehen, genau, perfekt. Der Mann kann filmen. Der macht langsame Schwenks hier. Super. Ich mache meine Videos. Ja. Ja, nur mit meiner super Kamera. Ja, das mache ich auch. Also weil die kleinen Kameras, ich habe auch immer eine kompakte. Ich habe das mit dem Schneiden nicht so richtig drauf. Ja. Ich habe ihn auch meinen Junior machen lassen. Ja. Wacken? Wacken Open Air ist ungefähr 17 Kilometer, 18, 19 Kilometer, die Richtung. Da bin ich auch immer einmal im Jahr. Ja, weil meine Tochter gesagt hat, ob ich in Wacken vorbeikomme. Ja, also sie sind im Kreis Steinbock und im Kreis Steinbock ist Wacken. Ne? Das ist also so ungefähr 15, 16 Kilometer nordwestlich von Itzehoe. Sind Sie durch Itzehoe durchgekommen? Nein, ich bin eben nicht über Itzehoe gefahren. Ich bin ja. Also wäre es da in der Ecke gewesen. Ne? Ja, ja, also sie sind wahrscheinlich knapp dran vorbeigerutscht. Ja. Ne? Wacken ist ein ganz normales Dorf, also unterjährig, wenn da eben nicht das Open Air ist, dann ist da überhaupt nichts los. Ne? Da ist ein Dönerladen und ein Supermarkt und das war's. Ich glaube, da war es von 20 und so. Da haben wir es gewesen. Ja. Naja, also der ADAC hat mich über Burg geschickt. Ja, da sind sie ganz dicht dran aber vorbeigekommen. Ich bin aber so gefahren. Ja. Ich habe natürlich gemeint, ich muss da mal ein Brunsbüttel drüber. Ja. Aber dann bin ich den Elbe-Kanal gefahren. Ja, und da ist dann die Kanalfähre. Ne? Also, schöne Geschichte am Rande. Da sind Sie ja dann auch mit der Fähre gefahren. Ne? Die hat nichts gekostet. Ne? Nein. Ich wissen Sie weshalb? Nein. Das ist eine ganz simple Geschichte. Der Kaiser hat damals ja Schleswig-Holstein durch den Kanal künstlich geteilt. Also, und der Kaiser hat gesagt, so, liebe Leute, sollt ihr keinen Nachteil davon haben. Gehöfte sind ja zum Teil durch den Kanal getrennt worden. Wir machen genug Querung, wir machen genug Fährverbindungen und die sind auf Lebenszeit kostenlos. Bundesregierung als Nachfolger, ne, als Rechtsnachfolger, muss das bis heute erfüllen. Das heißt, deswegen sind die ganzen Kanalfähren auf dem Nord-Ostsee-Kanal umsonst. Haben Sie jetzt auch nutznießen dürfen? Habe ich noch nie. Ja, ich habe gegründet. Ich habe gesagt, ja, und wir machen was in der Zeit. Kostet nichts, Herr Rechtsnachfolger. Ja, ja. Aber der ist jetzt gerade am Ranfahren, da geht gleich die Brücke runter und wir sind jetzt schon so dicht dran, dass ich sagen würde, also mit der nächsten Fähre müssten wir beide auch mit drauf sein. Und wie ist jetzt dies zum Nürburgring, wie viele Kilometer sind jetzt das für da so ungefähr? Also ich habe jetzt irgendwas bei 6,5 Stunden oder was er mir anzeigt. Da kommt natürlich die Fährfahrt noch mit dazu, sind wir bei 7 Stunden. Irgendwas bei 500, 600 Kilometer werden das sein, die ich jetzt heute dann noch versuche zu machen. Wissen Sie, wo ein ganz, ganz berühmtes Trekker-Festival ist? Da müsste ich Sie jetzt aber fast von der Fähre wegschicken und wieder zurückschicken. Mhm. Wir haben hier traditionell auf Vatertag, das ist jetzt ja diese Woche, in Brokstedt das Lands-Bulldog-Treffen. Ja, da kommen die aus ganz Schleswig-Holstein auf eigener Achse mit ihren Lanzen, mit Dreschmaschinen, Fendt, die ganzen anderen, IAC, sind da alle da. Das ist also riesengroß. Das ist auf der Speedway-Bahn. Da haben die so eine richtige Speedway-Bahn für Motorräder mit Rundkurs und allem drum und dran. Und da wird jetzt nämlich diese Tage, wird das dort losgehen, dass die jetzt nämlich alle schon auf Anreise sind. Weil die haben dann ja auch mit dem Lanz zum Teil dann hinten Bauwagen dran, mit 6 km/h Zulassung und solchen Geschichten. Die müssen jetzt ja schon anreisen, damit sie überhaupt rechtzeitig da sind. Ne?
Ich glaube, so allmählich sind die letzten von der Fähre. Und da muss man ja dann ganz normal wie bei den anderen Fähren auch zahlen, ja, oder? Ja, also da wird, sie fahren rauf und wenn sie dann an Bord stehen, dann kommen die nachher irgendwann. Also die Fähren meistens sogar erst, wenn die Fähre schon am Ablegen ist zum Kassieren. Die Fähren haben ja alle problemlos gewesen, aber die Bahn hat einen Zyklus gemacht und da haben sie mir noch Fahrzeugschein vom Hänger, vom Ding und auch. Also mein Zug hat 7,9 Meter. Ja. Und die Frau hat gesagt, ich habe 8,5 nach dem Fahrzeugschein. Ich wollte mit der jetzt noch nicht streiten, weil der ist im Häusler gekommen. Also nach meinem Erfahrungsschatz. Und meiner ist, der ist ja im Schlepper nur drin. Also ich habe. Nach meinem Erfahrungsschatz sind die stellen einiges, sich hier nicht an. Der einzige ist günstiger gewesen. Ja. Und dann wurde ich, da war fast nichts auf dem Zug drauf. Ja. Ich habe einen ganzen Waggon für mich gehabt. Also sehen wir mal zu, dass wir auf die Fähre raufkommen, beide. Na? So. Ja, aber wir kommen schon. Ja, wir kommen auf die Nähe. Also hier kommt nichts mehr rauf. Er hat jetzt sich so viele PKWs rausgezogen, dass er damit voll macht. Aber wenn wir da drüben rüber gucken, da kommt die nächste ja schon. Ne? Das wird unsere, weil wir haben jetzt noch zwei LKWs und ein Wohnmobil dazwischen. Also da kommen wir auf alle Fälle jetzt auf die nächste mit rauf. Das ist ja ganz schön viel Wasserbewegung durch den Wind, oder? Die ja, Elke, ja. Also man wird jetzt auch tatsächlich so ein bisschen Seedünung, wird man ein bisschen spüren auf der Fähre. Ne? Ja. Also wer nicht so ganz seefest ist, meine Mutter war immer so ein Fall. Die sagt, also ich kann nicht mal mit der Fähre rüberfahren, dann wird mir schon gleich, da werde ich schon seekrank bei. Also ich bin einmal mit der Fähre nach Sardinien gefahren, was gar nicht weiter oben mit dem Lastwagen sind wir da unterwegs gewesen, da bin ich mit. Also da ein Rückweg war das, genau. Da sind wir verspätet abgelegen und der ist volle Hämmer gefahren. Und da haben wir die Lkw-Fahrer gesagt, der hat die Stabilisatoren eingezogen. Ja. Und dann hat er richtig geschaukelt, da ist, also wir haben was zum Essen bestellt, ich habe nichts zum Essen gehabt. Seit wann sind Sie jetzt unterwegs? Naja, seit 1. Mai. Seit 1. Mai? Ja. Ja, auch schon ordentlich was weggenascht von der Tour, ne? Ja. Die Hälfte eigentlich schon quasi schon abgebissen. Ja, heute müsste es auf jeden Fall haben. Ja. Und schon festes Zieldatum, wann es wieder zu Hause dann sein soll? Also der 21. der Sonntag ist das jetzt, ne? Ja. Da wäre aber auch Schaffenburg ein Güldner-Treffen. Da war ich schon mal dort ein paar Jahre. Mhm. Allerdings bin ich jetzt da mit dem falschen Fahrzeug unterwegs, aber ich habe es irgendwie im Kopf, weil es liegt eigentlich bei mir am Weg dann. Ja. Dann könnte ich. Könnte man da gut vorbeigucken. Wenn ich schaffe, dass ich am Sonntag in Aschaffenburg wäre und dann bräuchte ich mit dem noch einen Tag nach Hause. Ja, das wäre ja was. Mal schauen, ob das. Also das sind so kleine. Größer sind die gar nicht, die Dinge. Nee, so größer sind die nicht. Ne? Also das ist so die Größe, die so eine Fähre hat. Wobei das ist jetzt tatsächlich die Glückstadt. Das ist die eine der ältesten und die kleinste. Mhm. Ne? Die sind aber alle so, die neueste ist, glaube ich, Ende der 80er gebaut worden. Ich weiß gar nicht, welche von den Modellen ist. Das kann man auf der Webseite von FAS kann man sehen, wann welche Fähre tatsächlich ihr Baujahr hat. Die jüngste ist, wie gesagt, von Ende der 80er, meine ich. Naja, der haben wir jetzt für Husum. Ich meine, da bin ich natürlich, ich bin Sylt hat ja, der hat einen Elbland gehabt. Ja. Ne? Und das wäre schon richtig. Ja, es war hier eigentlich schon richtig, weil Brunsbüttel, wie gesagt, die Fähre hier rüber nach Cuxhaven, die gibt es ja gar nicht mehr. Die ist pleite gegangen. Ja. Ne? Also ist das hier tatsächlich auf dieser Seite die einzige Elbquerung, die man. Naja, auf der Ecke hier unten sind noch einige freie Stellplätze. Aber die sind zwar eigentlich für Wohnmobile gedacht. Ich bin jetzt einziges Mal am Campingplatz gewesen. Da habe ich 33 Euro gezahlt, dann meinte der gestern, er wollte auch 30 mit Strom, Duschen und alles. Ja. Und dann wollte ich auf einen Campingplatz an der Ostsee, der hat mich dann nicht genommen. Der hat gesagt, ich bin im Schlepper, da fahre ich ihn die. Ach Gott, ich fahre ihn ja den Platz kaputt. Ich habe weniger Bodendruck wie ein Auto. Ja. Naja, das hat die Stollen machen dann der hat gut. Ja. Da bin ich da weg und bin zu einem. Ediger auf dem einen riesen Parkplatz, da bin ich so denn, da habe ich dann mir früher Frühstück gekauft. Ja. War eigentlich sogar besser, dass ich da dann gar nicht blieb bin. Ich will ja sowas sehen, ne? Ja. Das ist ja auch, wenn man mit so einem Gespann jetzt unterwegs ist, ne? Mit den Leuten reden. Da kommt man miteinander ins Gespräch, weil das ist einfach ein Hingucker. Deswegen bin ich ja auch hier gekommen und gesagt, Mensch, das ist jetzt ja mal interessant. Bis eben hatte ich nur einen Rieber Wohnwagen gesehen, fand ich ja auch schon interessant. Ne? Aber als ich dann festgestellt habe, Moment mal, der wird ja vom Schlepper gezogen, ja. Ne? Dann ist das schon gleich eine ganz andere Nummer. Dann habe ich nur mit dem Auto abgeholt, aber seither habe ich ihn immer mit dem Schlepper gefahren. Ja. Und der sitzt. So, jetzt geht's, glaube ich, los. Also jetzt kommen wir aber auch auf die Fähre rauf. Na, wir sehen uns gleich. Ja, schon lustig. Lustige Begegnung.
unverkennbar Niedrigwasser. Es geht tief runter. Na, hier werdet ihr gut eingewiesen. Handbremse anziehen, Gang einlegen. Moin, einmal 6 Meter. Drüber, drunter? Drunter, 5,99. Wie viele Personen? Eine. Ja. Aber ich freue mich immer, wenn ich mit euch fahren kann. So, macht ja auch immer wieder Spaß. Moin, moin. Ja, viele Wohnmobile hier, ne? Alles, was rauf geht. Moin. Moin. Seeluft. Inklusive Gischt. Ah, denkt halt, der wird geklaut. Das ist normal, wenn man ein bisschen Dünung hat. Also ich sag mal, so 20 Minuten haben wir jetzt noch, bis er wieder am Anleger drüben ist. Wie heißen Sie eigentlich? Ich habe die ganze Zeit geschnackt. Also ich bin Michael. Ich auch. Auch Michael. Michael Städler bin ich. Michael und Michael. Oh, der ist ja auch interessant da vorne. Wohnmobil auf dem Hummer habe ich auch noch nicht gesehen. Da ist auch, da passt auch das Rad dazu zum Fahrzeug. Ja. Aber Tischer Freizeitfahrzeuge kennt man hier für die Kabinen. Aber das Ganze dann auf dem Hummer H1, das ist schon eine Ansage. Das ist der Mike Checker, schade. Der Arnold Schwarzenegger, der hat so ein Auto auch gefahren. Ja. Das ist mein Freund, wie fand ich. Also Sie sind dann mit dem Wohnmobil dahinter oder was? Ja. Und Sie fahren zusammen? Ja. Also ich finde das total cool. Das ist das erste Mal, dass ich ein Freizeitfahrzeug auf dem Hummer H1 sehe. Es gibt doch nur einmal. Ja, das ist echt eine einmalige. Was ich heute jetzt schon erlebt habe, ne? Also ihn mit seinem Schlepper finde ich ja schon super. Ach, wie heißt der Mensch? Ja, ja, ja. Wie lange bist du von Bayern hier unterwegs? Seit dem ersten Mai. Ich bin aber hier an die tschechische Grenze, dann durchs Vogtland, ja, Erzgebirge, ja. Görlitz. Dann ja, Görlitz ist schön. Bad Freienwalde, ja. Hagelberg. Wo kommst du her? Aus Franken. Aus Frankfurt? Franken. Ja. Fränkisches Seenland, Ettenstadt. Aber Weißenburg dort? Ja, Weißenburg. Ja, ja. Ich aus München. Ja, das liegt ja fast. Wir liegen ja zwischen Nürnberg und München. Ne? Ich weiß, ja. Und wie weit willst du jetzt fahren? Ja, bis Wehner möchte ich rüber. Wie? Bis Leer, Wehner, Emden. Ja. Aber für mich gehört das als Tradition dazu, es muss immer eine Bockwurst geben, die hole ich mir jetzt schnell. Ja. Weil da vorne, da geht er gleich schon rein in den Anleger. Aber wir haben jetzt schon so... Aber das Brötchen, das ist ja... Das ist ein Toast. Toast. Das ist einmal ein Toast, einmal quer durchgeschnitten. Das ist nichts. So, das ist nichts, aber das gehört hier dazu, das ist Tradition. Das ist ja nichts anderes. Nee, es muss ja schnell Brötchen gehen. Und alles. Wie heißt denn das hier? Brötchen? Ja, Brötchen. Ne? Also, ja, ja. Brötchen. Bei uns heißt es wirklich Brötchen und Frikadelle. Das sehen wir halt. Einmal zum Kiosk gehört für mich immer dazu. Bockwurst. Das sieht hier auch schon seit Jahren immer noch genauso aus. Moin! Muss ich jetzt ja schon anfangen, schnell einzuatmen. Bitte? Die muss ich jetzt ja schon anfangen, schnell einzuatmen, ja, hier. Ja, 2,20. Danke. Aber ich finde das immer wieder toll hier. Ja, ne? Ja. Das ist schön zu hören. Moin! Moin! Dann mal guten Appetit. Danke, danke. Ohne Bockwurst geht das nicht. Nein, einmal Fähre ohne Bockwurst ist nichts. Nee, das gehört dazu. Mmh. Schau mal einer. Kostenloses Wi-Fi gibt es hier auch an Bord. Öfter mal was Neues. Ja, und unter Flut ist das dann so hoch? Dann, also ist das ja, ungefähr so wie die Spundwand da vorne. Ja.
Vorsicht dahinter. Ja. Ja, dann machen wir mal. Ab zum schwarzen Schaf. Tolles Auto. Also wird definitiv in mein Video mit reinkommen, aber ohne Kennzeichen. Ne? Ja, kein Problem. Alles wunderbar. Alles klar. Aber es ist echt, sowas auf dem Hammer H1 ist, ja, ist wirklich der Hit. Ne? Wirkt ja nicht so böse. Nee. Alles, was irgendwo ausgefallen ist, ich fahre ja selber dann auch nicht die Weißware. Gut, es ist ein Fiat Ducato, aber ich nenne ihn auch das schwarze Schaf. Ja. Deswegen ist auch das schwarze Schaf auf dem Aufkleber drauf. Sehr gut. Gute Fahrt. Ebenso, alles Gute. Gute Zeit. So, auf geht's. Gute Fahrt, viel Spaß. So, mach's gut, gute Fahrt. So, neu gefundene Freunde wieder verabschieden. Rein ins Auto, rein ins schwarze Schaf und weiter geht's. Und er ist schiedig, das schwarze Schaf. Und das Navi sagt 6 Stunden, 3 Minuten, 513 Kilometer bis zum Campingplatz am Nürburgring. So, jetzt darf ich auch. Bis zum nächsten Mal. Da ist der Träger. Ich habe ihm den Tipp gegeben hier mit Ankerplatz. Der Imbiss, der ist sehr, sehr gut. Also da kann man wirklich gut essen. Und hier drüben sind sogar noch ein paar mehr Träger. Die könnten jetzt schon auf Anreise sein. Was ich ihm vorhin erzählt habe, dass nämlich am Vatertag in Brok steht, das Lanz Bulldog-Treffen ist. Das hier nennt man Stöpe. Da fährt man durch den Deich. Ich bin jetzt 30 Kilometer entfernt vom Nürburgring, fahre gleich auf den Campingplatz drauf. Habe mir jetzt aber erstmal hier Roderts Bäckerei rausgesucht. Das ist das große Frühstück hier. Wunderbar, ich lasse es mir gut gehen. Die letzte Tankstelle vor dem Nürburgring hat vernünftige Preise. 1,519. Oh, da haben wir mal was Besonderes, das müsst ihr mal gucken hier. Ob der Hubschrauber unterwegs nach Mendig ist, zu Michael Manousakis, das ist hier nämlich ganz in der Nähe. Und auf dem Flughafen oder Flugplatz Mendig hat er ja seine Maschinen stehen, soweit ich weiß. Und wohl auch die Bell UH1, die er sich geholt hat. Vielleicht soll die jetzt gerade Zuwachs bekommen. Jedenfalls hat sie heute Nacht auf Höhe Döttinger Höhe geschlafen, anscheinend, auf dem Stellplatz da. Da sind wir am Kreisverkehr mit der Nürburg-Silhouette. Ansonsten ist hier noch ziemlich wenig Verkehr. Das lässt mich hoffen, dass ich noch einen guten Stellplatz auf dem Campground noch abkriegen kann. Und hier geht's zum Campingplatz am Nürburgring, an Mühlenbach.
Ich stehe als Erster vor der Schranke, was will ich mehr? Hast du einen Einblick, wie es auf dem Platz aussieht? Ist ja, schon voll? Oberhalb ist schon super los. Ne? Ja, aber man findet noch was Einzelnes. Auf jeden Fall. Auch mit Strom? Auf jeden Fall. Da kam so. Ich bin extra einen Tag früher als letztes Jahr. Letztes Jahr war das eng nachher. Also da habe ich mich auf die x-te Trommel hinter der Trommel hinter der Trommel raufgeschaltet. Bin dieses Jahr einen Tag früher da als letztes Jahr. Das hat sich bewährt. Ich habe jetzt einen viel, viel besseren Stellplatz abbekommen hier auf der Fläche und habe auch noch einen Stromanschluss ergattern können. Stromanschlüsse sind hier rar gesät und sehr begehrt. Wenn ihr jetzt genau hinguckt, dann seht ihr da vorne die Wühlspuren da. Die hat tatsächlich das schwarze Schaf hinterlassen. Da wollte ich einfach nur wenden. Und es sah eigentlich nach einem festen, tragfähigen Boden aus. Aber es hatte die ganze Nacht über durchgeregnet. Sodass ich dann sagen muss, so schnell kann es gehen. Eigentlich noch im Gefühl, hier ist noch alles safe ground. Plötzlich nur noch durchdrehende Räder. Und ohne die guten Kollegen, die da hinten stehen, wäre ich dann auch aus der Lage nicht mehr herausgekommen. Ich habe zwar durch Rausschaukeln das schon relativ gut geschafft, mich zu bewegen, aber ohne die zusätzliche Manpower wäre ich da aus dem Matsch nicht wieder rausgekommen. Wenn ihr euch also ein kleines bisschen für Motorsport interessiert, dann seid ihr hier auf meinem Kanal richtig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir auch gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ganz ehrlich, wirklich, ich freue mich über jedes Abo. Und ihr könnt einem kleinen YouTube-Kanal wie meinem unheimlich damit helfen, wenn ihr dann doch mal auf den kleinen Abo-Button drückt. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.